Nee, die Schildkröte wollte ich nicht. Nein. Anubis will ich. Ah, ich dachte, stürzt schon wieder ab. Dann wäre jetzt Feierabend gewesen. Jetzt ist natürlich das Problem, jetzt ist es, jetzt sind die natürlich, was machen sie dann jetzt? Jetzt sind die natürlich sehr nah beieinander, ne? Ich habe insgesamt das Gefühl, dass die vielleicht so zusammengehören, das könnte, naja, ich will nicht sagen, könnte ungünstig ausgehen, aber ich denke, das wird ungünstig ausgehen. Warte, der eine ist jetzt da, der andere steht da. Ich gehe einfach mal hin und schieße auf den. Oh. Mal gucken, ob beide sauer werden oder nur einer. Hat mein Vogel ein gewisses Interesse, bei der Sache mitzuwirken, oder ist mein Vogel eher uninteressiert? Ah, sie sind auf jeden Fall beide heiß. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ach, wir haben auch noch Unterstützung von den Jungs. Das ist gut. Habe ich an dem mal schon mal Schaden gemacht? Oha, der rasiert mich weg. Komm mal gerade her. Oh, wow. Ich mache an dir keinen Schaden, ne? Das ist ein bisschen traurig. Oha, da ist also ein Heller. Aua, okay, alles klar. Da werden wir thematisch uns nichts vormachen brauchen, das werde ich nicht schaffen. Da werden wir uns nichts vormachen brauchen, das wird so gut wie gar nie im Leben funktionieren. Für kein Geld der Welt. Ja, wir haben Hitze. Ich weiß. Oh, mein Problem ist, ich kann halt mal schnell reisen. Das ist ja bekackt. Ich muss das jetzt fliegen? Wie arschig ist das denn? Ah, und fliegen kann ich es nicht, weil Würmer tot ist. Ich müsste jetzt auf meinem Surfend reiten. Ich bin gespannt, wie das... Ich habe nichts im Inventar. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll. Moment. Ich muss da lang. Mhm. Vielleicht verbrate ich bis dahin. Ja. Ich werde eingehen vor Hitze. Das wird sein. Ich werde eingehen vor Hitze. Ich hätte da hinten einen Wegpunkt gebraucht. Ich glaube kaum, dass ich das schaffen werde. Ich habe auch gar nichts dabei, ne? So null. Der Gedanke, der war optimistisch, sag ich mal. Haben wir irgendwas, mit dem ich was anfangen kann? Nein, auch nicht. Ist die Frage, wie weit ist der Weg? Wie lange, wie viel Zeit brauche ich? Und überhaupt. Der Weg ist zu weit, dass ich das schaffen könnte mit meinem bisschen Leben. Ne? Das wird auf jeden Fall die Quintessenz sein. Ja. Vor allen Dingen habe ich keinen Vogel. Ich muss das Ganze jetzt tatsächlich per Fußweg machen und werde jetzt auch noch beschossen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Hui! Mein Surfend ist tot. Das ist ja richtig ungewöhnlich, dass mein Surfend drauf geht. Ja. Was willst du denn? Schalali und Schalala. Das habe ich so alles nicht erwartet. Das habe ich wirklich nicht. Jetzt bin ich insgesamt damit beschäftigt, meinen Vogel wieder zu holen. Das ist auch ein bisschen dumm. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich jetzt verbrenne. Und wenn ich jetzt nochmal verbrennen sollte, was ja gleich passieren wird, wir müssen uns ja nichts vormachen, das ist noch ein arschweiter Weg. Da muss ich das kurz offline regeln, indem ich meinen Vogel dann wieder belebe. Weil, wie gesagt, das wird nichts. Da brauche ich mir jetzt nichts vormachen. Jetzt treffe ich auch noch hier so Idioten. Das ist... Ach, komm. Ich warte einfach, bis ich sterbe. Das ist es. Oh. Es kommt überraschend. Das kommt überraschend. Ja, der Wiedereinstieg wird... Nein, der Wiedereinstieg wird hier in der Basis passieren. Das ist nämlich der korrekte Ansatz. Und dann werden wir Würmer mal ins Inventar tun.
Und in der Zwischenzeit, wo Würmer im Inventar ist, werde ich mal gucken, ob ich mir den Sattel für das Satsuka bauen kann. Nein, mir fehlen hochwertige Metallbarren und Palladiumbruchstücke. Habe ich nicht versucht, hochwertige Metallbarren herzustellen? Nein, ich habe Steinkohle, Holzkohle hergestellt. In einem Ausmaß, was für meinen armen kleinen Wurm zu viel ist. Okay. Ich werde da mal gucken. Ach nee, hochwertig kann ich nichts machen. Ich habe keine Steinkohle, die liegt in meiner Tasche. Das heißt, ich müsste jetzt 10 Minuten auf meinen Wurm warten. Bam. Wir könnten uns natürlich hier die feuerfeste Unterwäsche mal mitnehmen und könnten die anziehen. Das könnten wir natürlich mal machen. Ist auch interessant, dass man die übrigens nicht sieht. Ich hätte natürlich alternativ noch andere Würms. Die hätte ich am Sattel. Nee. Ich habe eigentlich keine Würms mehr, weil meine Würms habe ich ja alle versaftet. Die sind ja alle in meinem Wurm. Und die anderen, die ich gesehen habe, habe ich gekillt aufgrund von Sphärenmangel. Jetzt merken muss, ne? Ja, nee, keine hochwertigen Barren, weil keine Steinkohle. Steinkohle liegt halt jetzt... Ach, das ist doch alles zum Heulen, ey. Ah, das ist doch zum Weinen. Sag mal, habe ich denn für irgendwen anders zufällig einen Sattel gebaut? Was habe ich denn für Sättel? Ah, Wahnsinn. Ich habe einen Sattel für das Ding für die Schildkröte, für den Wurm, für den Nightwing. Okay, ich habe nicht so viele Sättel, wie ich gedacht habe, dass ich habe. Okay, jetzt muss ich 10 Minuten überbrücken mit irgendwas. Das habe ich so auch nicht kommen sehen. Ja, doch, eigentlich schon. Oder hätte ich einen Wurm? Da hätte ich einen Wurm. Passt auf. Das ist jetzt eine einfache Rechnung. Ich laufe hier rüber. Gehe hier hin. Gehe in der Box so weit zurück, wie ich muss. Der Wurm hat sich ja hinten rangeklemmt. Ziehe Anubis mit Level 2 in meine Box. Freue mich des Lebens. Drehe mich wieder an meiner Box, weil ich dumm bin. Wie eine Hummel. Mache hier hin. Es lädt 5-mal. Ich lande in der Wüste. Ich nehme Wurm Level 1. Setze mich auf den Wurm. Und verbrenne trotzdem. Das ist ja bescheiden, Alter. Ich habe gedacht, das überlebe ich dann zumindest. So, Moment. Da muss ich in die Richtung. Da ist meine erste Leiche. Wow, das geht ja jetzt noch viel schneller. Warum geht denn das jetzt so viel schneller? Es ist ja zum Heulen. Ich müsste mir dann wahrscheinlich eine feuerfeste Rüstung bauen noch. Ach, das ist ein Traum. Ja, das... Ich sterbe so schnell. Selbst das ist selbst unwahrscheinlich. Das ist doch... Leute, was soll das? Da habe ich doch gar keinen Bock drauf. Da vergeht es mir doch jetzt schon wieder komplett. Ich habe da sogar feuerfeste Unterwäsche an. Willst du mich verarschen? Ich sitze auf einem Wurm. Ich habe eigentlich gedacht, dass das voll der Bringer wird. Wenn ich auf dem Wurm sitze. Wo ist denn jetzt der Wegpunkt hier? Ist weg. Der dämliche Wegpunkt ist weg. Jetzt muss ich mir eine Rüstung bauen, Alter. Junge, Junge, Junge. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist einfach wahr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Einfach gar keinen Bock mehr drauf. Oh, meine Munition ist fertig. Das hilft mir. Ich muss an das Ding da. Wir müssen jetzt mal gucken, ob ich überhaupt irgendwas, was ein bisschen Hitzeschutz präsentiert, bauen kann. Eine hitzeresistente Metallrüstung kann ich bauen. Na, komm her. Dann bau die. Mal gucken, ob das... Das wird bestimmt auch nicht der Banger. Die war innerhalb von 3 Sekunden war die fertig. Das ist toll. Ich habe die jetzt an. Auf jeden Fall habe ich sie an. So, jetzt gehen wir hier ins Wüstengebiet erneut. Ja, geht Wüstengebiet. Kleiner Haiopai.
Und dann werden wir gucken, ob wir wieder verbrennen oder ob es jetzt geht. Nee, jetzt geht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal viel wert, wenn es denn jetzt geht. Irre. Ich bin der Begeisterung sehr nah. Das wird Wahnsinn. Dann kann ich ja jetzt in den nächsten 10 Minuten nach da hinten fliegen, meine Leiche holen und dann freuen wir uns. Problem an der Sache ist, ich muss den Weg auch wieder zurück, weil, wie gesagt, da ist kein Wegpunkt. Vielleicht finde ich einen, zweifle ich aber auch an. Man könnte meinen, ich wollte die Aufnahme künstlich in die Länge ziehen, was gar nicht so geplant war. Eigentlich wollte ich nur... die zwei Deppen töten. Also einen eigentlich. Ich dachte jetzt nicht, dass es zwingend auf beide rausläuft, aber dann brauchst du da wahrscheinlich eher so eine Raketensache oder Panzer auf Haust oder vielleicht auch einen hart ausgestatteten Kampfpal, der selber vielleicht auch mit Raketen schießt oder Atomköpfe oder irgend sowas. Weiß ich nicht. Da kannst du nicht mit einem Kackwurm auftauchen. Das wird nichts. Wie gesagt, das hat ja selbst nicht gereicht für diesen komischen Alpha-Paar Leaspunk Ignis. Wobei, da muss ich sagen, da hat weniger daran gelegen, dass ich nicht genug Schaden mache, sondern mehr daran ist es gescheitert, dass ich keinen Bock hatte, 2 Stunden zu warten, bis der mal in so einer verkackten Sphäre bleibt. Da wären dann vielleicht bessere Sphären die Idee gewesen. Ja, das rechne ich ein. Aber naja, gut, ist wie es ist. Man muss das, es ist ein Lernprozess. Gib mir mal meine 3 Teile. Da ist eine Statuette. Ja, wir müssen uns jetzt darüber aufregen, dass du mich jetzt nicht magst. Ich mag dich auch nicht, wahrscheinlich. Aber thematisch würde ich gerne eher fliehen. Ich habe nämlich nicht mal was zu essen in der Tasche. Das ist so super ekelhaft. Hier ist überall Krieg. Ja, ich bin, ah, da kann ich auch meine Leiche schon sehen, das ist super. Ich muss eins mal sagen, ne? Diese Unterdrücker, die gibt es hier auch inflationär häufig. Da hinten überall Unterdrücker, hier ist ein Terraformer. Der mag mich auch nicht sonderlich, der wirft direkt mal mit dem Stein nach mir. Hat dir gar nichts getan, bin nur durch dein Gebiet geflogen, du. Kacknase. So, bevor wir hier in den Bäumen landen, da ist auf jeden Fall noch eine Kiste, oder? Ist das einfach ein Stück Schwefel? Oder irgend sowas? Das ist ein Ei. Okay, ich hatte lange keine Eier mehr. Nehme ich mit. Mal so ein Ei zum Frühstück. Nee, da hätte ich wirklich... Dass es so schnell geht, hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Aber gut. Da drüben ist noch ein Ei. Das nehme ich auch mit. Wenn ich nichts kann, aber Eier sammeln, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Was denn? Ja, hungrig, das ist schön. Mein Essen ist noch ein Stück weg. Da hinten. Beim blauen Strahl. Oha. Weißt du, was eine interessante Frage ist? Wie lange der Wurm überleben wird? Der hat Level 1. Oder jetzt hat er Level 3. Super, ich bin abgestiegen. Wie dumm ist denn das, Alter? Das ist auch länger nicht passiert. Hab Medizin, vielleicht muss man... Oh, da sind... Oh, die bräuchte ich. Hengeist, die wären toll. Hab keine Sphäre. Boah, 900 Drücker. Hab da noch ein paar... Oh, warum ist denn meine Leiche? Ist das da schon? Wo sind denn die Mobs? Ich bin ein bisschen entsetzt. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg weg. Ach, da laufen die zwei rum. Die haben sich dann wegbewegt. Okay. Warte. Ich ziehe erstmal das Essen in die Leiste. Wo sind meine Pancakes da? Pilze. Immer. Ich würde mal gerade mich drehen und da lang fliegen, in der Hoffnung, dass ich hier vielleicht irgendwo einen Wegpunkt finde, dass ich nicht den ganzen Weg wieder zurück muss.
zweifle das aber irgendwie brutal hart an, dass das was wird. Weil, da drüben, warte mal, da ist, glaube ich, der Turm in der Wüste. Ich befürchte, dass das wahrscheinlich der nächste Wegpunkt sein wird. Zwischendrin findet man natürlich noch 200 Milliarden Unterdrücker-Seppis. Wie man unschwer erkennen kann. Wird da schwer auf mich geschossen. Ja. Könnten wir fliehen? Mein Wurm wird das nicht überleben länger. Oh Himmel, mein Wurm geht drauf. Das wird die Nachricht des Tages. Und wie bist du? Wieso bist du nicht nach Hause geflogen? Mein Wurm starb. Weil mein Wurm Level 3 ist. Da unten ist noch ein Wegpunkt. Super. Das ist perfekt. Ah, super, sehr, super Sache. Das hier gibt es Hengeist. Das muss ich mir dann mal merken. Dass das hier Hengeist gibt. Und noch mehr Unterdrücker. Du wirst mit den Unterdrückern, das ist wirklich inflationär häufig. Ganz im Ernst. Das finde ich echt nicht gut, dass da so viele sind. Da ist, guck mal, da steht schon wieder einer. Ja, das ist doch total bekloppt. Das macht doch gar keinen Sinn. Müsste doch hier ein totales Kriegsgebiet sein, wenn hier ständig Pals rummachen. Die müssten doch die ganze Zeit nur... Aber ne. Ich will mich nicht beklagen. Was sind das da unten? Gibt es hier eigentlich überhaupt noch irgendwas anderes? Nein, erstmal nicht. Ah ja, den Turm, da war ich schon... Ja, mach mal ruhig. Ich wollte doch nur mal mich umgucken, Junge. Spann deine Mitte. Das ist nicht so nett, was du da tust. Kisten gibt es hier reichlich. Das nehme ich alles mit. Ich habe schon länger jetzt dann... Also das mit diesen Eiern... Da habe ich mich ja tatsächlich mal für einen professionellen Sammler gehalten. Da ist die, wie soll ich das sagen, da ist die Menge auch irgendwie nicht mehr so. Weil ich jetzt am Gebiet, in dem ich mich befinde, weiß ich nicht, aber das waren jetzt schon länger. Nur 3 Eier. Auf nach Hause. Ja, ich habe auf keinen Fall Bock, mit meinem Dreierwurm hier irgendwas anzufangen. Ich müsste mal ins Management gucken. Guck mal, jetzt ist hier Würmer wieder fit. Dann können wir ihn da reinmachen und holen Würmer wieder raus. Ja, prima. Die Sache hat Potenzial für mehr. Ja, das ist die richtige hitzeresistente Rüstung. Die andere, die werden wir dann irgendwo unterbringen. Die lege ich in den Kühlschrank. Das ist der Plan. Ich habe auch jetzt 100 Steinkohle dabei im Übrigen. Die sind erstmal abzulegen, die 100 Steinkohle. Dann können wir das hier anziehen. Dann müssen wir wieder an die Kiste und müssen das ausziehen. So, weglegen. Ja, zack. So, irgendwas war fertig. Es sind ausgebrüht, Eier ausbrütbar. Haben wir Leasebank Ignis. Ich habe ein neues Zauberverfurchtes für ein 5-Minuten-Ei mitgebracht. Wir haben einen Wurm drin. Ich habe noch irgendwo ein Ei. Knistern, das ist gut. Jo, dann machen wir noch gerade das Inventar leer. Hier so ein bisschen Feuerdrüse rein, ein bisschen Blitzdüse rein. Düse, Drüse, das noch da rein. Die antiken Bauteile da rein. Palsaft muss auch weg. Dann haben wir... Was haben wir noch? Haben wir noch was? Ich hab noch reichlich. Ich habe noch reichlich. Hier eine Dazi-Wolke haben wir auch noch. Das komische Ding und das... okay, das muss ich mal hier rausholen. Das hole ich insgesamt mal alles da raus. Aber da ist ja noch eine Fass, ne? Oder, nee, warte mal. Wir machen das hier rein. Das ist größer, da ist mehr Platz. Holen das hier raus. Und werfen die Teile einfach hier rein. Gut, dann können wir kurz hier hochklettern. Ich habe noch eine Medizin gefunden, die ich irgendwo aufgesammelt habe. Ich habe auch noch so eine Beere. Was macht denn die? Das ist bestimmt für Schattenkram. Dann habe ich noch diese Pilze. Ich weiß gar nicht, wo ich die untergebracht habe. Habe ich denn die Pilze hingesteckt? Oh, hier ist noch so ein Ding. Ich sehe keine... Habe ich die... Sind die zufällig auch hier drin, die Pilze? Nee. Weiß ich nicht. Ich mache sie jetzt einfach mit da rein. Ich habe gerade keine Erinnerung, wo ich die hingeworfen habe. Das ist minderwertige Munition, die kannst du hier reinmachen. Da habe ich nichts gerade.
Nee, weiß ich wirklich nicht, wo habe ich denn die Pilze hingemacht? Ich war mir eigentlich sicher, dass ich die hier drin habe. Nee, oder vergammeln die? Ach, ich weiß es nicht, ist auch egal. Hier, hol nochmal hier das alles da raus. Bum, bam, bim, bam, Bino. Moment, das kannst du aber da reinmachen. Das hier machst du mal da rein. Dann drehen wir uns nochmal rum. Ja, es ist, das Sortieren ist immer ein bisschen schwierig. Ah, so. Das alles hier in die schöne große Box. Hier hatte ich noch ein paar Beeren, die können wir hier reinmachen. Er hat nämlich das Brot schon wieder aufgegessen, oder? Ja, ein Brot hat er aufgegessen. Das ist schon Neues, glaube ich, was ich gesammelt habe zwischendrin. Gut, wunderschön. Dann hoffe ich, das hat Spaß gemacht. Wenn, dann lasst gerne Like und ein Abo da, das wäre super. Und dann bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, reingehauen und habt eine gute Zeit. Ich bin raus. Ciao, ciao und passt auf euch auf. Das ist wichtig. Bis denn.